Netzwerken ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Das heißt, ich muss langfristig netzwerken und langfristig investieren. Hallo zusammen, ich bin Tijan Onaran, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Global Digital Women. Das ist ein Unternehmen, das andere Unternehmen in Diversity-Fragen berät. Und begonnen habe ich damit vor vielen, vielen Jahren, weil ich ein Frauennetzwerk aufgebaut habe. Und genau darum geht es heute, nämlich wie ihr euch da draußen ein stabiles, gesundes und nachhaltiges Netzwerk aufbaut. Was ist eigentlich ein Netzwerk? Für mich ist ein Netzwerk nichts anderes als Beziehungen aufzubauen und sie zu pflegen. Egal ob im 1:1, analog oder digital. Und ein richtig gutes Netzwerk besteht ehrlicherweise aus ganz vielen Menschen, die ganz unterschiedlich sind und vor allem viel anders sind, als ich es bin. Also andere Talente haben, als ich sie habe. Ein Netzwerk ist tatsächlich für jeden und jede da draußen extrem wichtig, sowohl persönlich als auch beruflich. Und das Lustige ist ja, dass wir im Persönlichen es uns extrem einfach fällt. Also zum Beispiel, wenn wir einen Babysitter oder Dogsitter suchen oder wenn wir nach Restaurant-Tipps auf der Suche sind, dann fragen wir unser Netzwerk, zum Beispiel über Social Media, aber auch persönlich. Aber beruflich fällt es uns extrem schwer, weil wir das Gefühl haben, Netzwerken hat sowas von Anbietern. Es hat sowas von Vetternwirtschaft, irgendwelche Menschen stehen konspirativ an irgendwelchen Hotelbars und machen Jobs aus, sehr intransparent. Aber das ist wirklich nicht Netzwerken. Netzwerken ist für mich ehrlicherweise sowas wie die neue Rente. Also es ist eigentlich so, dass du damit wirklich vorsorgst, egal ob es ums Persönliche oder Berufliche geht, wirklich persönliche Ratschläge sich von spannenden Persönlichkeiten einzuholen, Netzwerkpflege, aber auch beruflich. Wenn du einen neuen Job suchst oder auch im Job auf der Suche nach Ratschlägen bist, da helfen dir Menschen, die alle Talente mitbringen, die du nicht hast. Und deswegen sage ich immer, Netzwerk ist das A und O. Leistung ist auch wichtig, aber ohne ein Netzwerk ist das mit der Leistung ziemlich schwierig, weil wer soll da draußen sehen, was du machst? Und genau dafür ist ein Netzwerk tatsächlich da. Also das Einmaleins des Netzwerkens beginnt eigentlich tatsächlich bei einem selbst. Das heißt, ich muss mir genau darüber Gedanken machen, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Also wofür stehe ich eigentlich? Was sind meine Talente und Kompetenzen? Und was ist eigentlich auch mein Ziel beim Netzwerken? Davon hängt ab, wen ich adressiere. Also wen spreche ich da draußen, sowohl in den sozialen Netzwerken als auch analog an. Und der Punkt 2 ist, dass ich wirklich mir genau darüber Gedanken machen muss, was sind eigentlich meine Themen? Also was ist das, was ich meinem Netzwerk wirklich beisteuere? Was ist das, was ich kommuniziere? Möchte ich als jemand bekannt sein, die besonders ein Organisationstalent ist, auf die man sich immer verlassen kann? Oder bin ich vielleicht jemand, der alle anderen Menschen da draußen kennt? Also bin ich selber gut vernetzt und gut connected? Und das ist wirklich ganz wichtig, dass ich mir Gedanken machen muss, was soll in den Köpfen erscheinen, wenn sie meinen Namen lesen, wenn mein Name bei ihnen erscheint? Und der Punkt 3 ist, dass ich mir darüber Gedanken machen muss, wie finde ich eigentlich meine Netzwerkkontakte? Also wo sind die? Sind die in meiner Abteilung? Sind die in meinem Unternehmen? Sind die in meiner Organisation? Oder sind das Menschen, die ich wirklich branchenübergreifend erreichen will? Und ich mache es beispielsweise so, dass ich für mich einen Netzwerktag in der Woche bestimme und sage, freitags investiere ich all die Zeit in meine Netzwerkpflege. Und da überlege ich mir, wer hat eigentlich lange nichts mehr von mir gehört? Vielleicht interessiert sich mein Gegenüber für Kunst oder Kultur. Und wenn ich das auf dem Zettel habe und zufälligerweise einen Artikel darüber gelesen habe, dann schicke ich genau diesen Artikel meinem Gegenüber. Und so rufe ich mich immer wieder in Erinnerung, ohne dass ich tatsächlich einen konkreten Anlass brauche. Weil Netzwerken zeigt sich vor allem dann, wenn ich nicht damit rechne, sondern ich muss tatsächlich die ganze Zeit mein Netzwerk gesund und nachhaltig und vor allem stabil aufbauen, sodass, wenn ich es wirklich brauche, wenn alle Stricke reißen, dass ich dann auf mein Netzwerk zurückgreifen kann. Wir kennen das alle, wenn die Sonne scheint, wenn man einen super Job macht, wenn man eine Beförderung bekommt oder ein tolles Unternehmen aufbaut, sind alle da. Lustigerweise melden sich ganz viele Menschen, mit denen man ganz lange keinen Kontakt mehr hatte, weil sie glauben, dass sie von einem profitieren können. Und das ist tatsächlich falsch. Ein richtig, richtig gutes Netzwerk zeigt sich in der Krise, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr nicht mehr weiterkommt oder wenn ihr vielleicht sogar einen Job sucht. Also für mich ist ein absolutes Don't beim Netzwerken, dass ich Netzwerken als Vertriebsplattform begreife. Also dass ich versuche, Dinge an Menschen zu verkaufen. Zum Beispiel, ich bin selbstständig und habe ein tolles Produkt oder eine Dienstleistung
und ich nutze mein Netzwerk eher so als Vertriebskanal. Das funktioniert überhaupt nicht. Ich muss es ja hinbekommen, dass die Menschen das Thema mit mir identifizieren und automatisch zum Beispiel auf die Produkt- oder Dienstleistung kommen. Und deswegen muss ich mir wirklich genau darüber Gedanken machen, was kann ich eigentlich meinem Netzwerk geben, bevor ich nehme? Was ist das, was ich zurückgeben kann? Was sind Talente, Kompetenzen? Was ist eine Expertise, die ich mitbringe? Was sind Einblicke, die nur ich exklusiv habe? Ein weiteres No-Go ist für mich beispielsweise in den sozialen Medien irgendwelche Leute anzuschreiben und versuchen, mit ihnen in Austausch zu treten und gar nicht zu sagen, worum es mir eigentlich geht. Und das ist total wichtig. Ich treffe mich mit vielen Menschen gerne auf einen Kaffee, aber wir haben alle wenig Zeit. Das heißt, ich muss genau kommunizieren, warum trete ich jetzt mit der Person in Kontakt. Und je aktiver ich kommuniziere, das heißt, transparente Kommunikation ist das A und O, desto besser ist es auch fürs Gegenüber zu entscheiden, okay, ich nehme diese Kontaktanfrage an oder tatsächlich auch nicht. Digitales Netzwerken ist wichtiger denn je und für mich ist digitales Netzwerken auch die perfekte Ergänzung fürs Analoge. Also es geht nicht darum, dass ich nur offline netzwerke, also nur im 1:1 mich austausche, sondern das Digitale ist im Grunde die Erweiterung und das Kommunikationsmedium. Das heißt, ich muss mir genau überlegen, wer ist meine Zielgruppe, was sind meine Themen und was sind aber auch meine Botschaften, die ich auf den sozialen Netzwerken teilen möchte. Und dann, wenn ich mich für einen Kanal entschieden habe, muss ich mir natürlich überlegen, was ist das, was ich dort zeige von mir. Also nur wer sichtbar ist, findet auch statt, lautet ja der Titel meines zweiten Buches. Und das ist ganz entscheidend, weil natürlich ist das digitale Profil wie so eine digitale Visitenkarte. Und das Wichtigste auf den digitalen Kanälen ist natürlich, wie erzähle ich meine Geschichte. Also jetzt habe ich dort ein Profil und ich habe ausgefüllt, wer ich bin und was ich mache und was mich ausmacht. Dann gilt es natürlich auch, eine Interaktion zu starten. Also ich sollte nicht nur inaktiv sein und beobachten und anderen Menschen folgen, sondern damit andere Menschen sich mit mir vernetzen können, muss ich auch aktiv sein. Also ich muss anfangen, darüber zu reden, was ich eigentlich mache. Also zusammengefasst solltet ihr beim Netzwerken darauf achten, dass, erster Punkt, sei dir darüber bewusst, wer du bist und wofür du stehst. Was sind Talente und Kompetenzen, die du mitbringst, gerade in der Beziehungsaufbau und Beziehungspflege? Also was ist das, was du wirklich geben kannst, bevor du nimmst? Der nächste Punkt, Punkt 2, ist, dass du wirklich dir darüber bewusst bist, wofür du stehst. Also was sind Themen, die du repräsentierst? Worin hast du eine Expertise? Was kannst du teilen an Ratschlägen, an Einblicken, an Erfahrungen? Und der dritte Punkt lautet, wer ist eigentlich deine Zielgruppe? Wer ist dein Publikum? Wer soll deine Botschaften hören? Und warum möchtest du eigentlich dein Netzwerk erweitern? Also was ist dein Ziel? Möchtest du deinen Job wechseln? Möchtest du besser verhandeln? Möchtest du mehr an Wissen partizipieren, aber auch teilen? Und der nächste Punkt, der vierte Punkt lautet, dass du dir überlegst, was ist ein Kommunikationsmedium? Ist es das interne Intranet? Möchtest du deine Kollegen, Kolleginnen erreichen? Oder extern sind es die sozialen Netzwerke? Ist das Xing, LinkedIn, Instagram, Twitter, wo auch immer? Also welches Netzwerk bildet deine Botschaft ab und welches Netzwerk adressiert auch deine Zielgruppe? Und last but not least, sei authentisch, sei glaubwürdig, weil je glaubwürdiger du bist, je authentischer du bist, desto besser ist es für dein Netzwerk.